Ich würde sagen, wir fangen an. Zuallererst erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid für den Vortrag heute. Wir wollen uns heute beschäftigen mit den unsichtbaren Umweltauswirkungen unserer Technik. Aber wir wollen auch nicht nur bei der Problembeschreibung bleiben, sondern auch darüber diskutieren, was kann man eigentlich tun? Was muss sich ändern, damit diese Umweltauswirkungen geringer werden in Zukunft? Zu Beginn ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Ich bin Tilman Drüsch, ich bin Public Affairs Manager bei Backmarket. Was heißt das? Ich bin für die Kommunikation mit der Politik und mit der Öffentlichkeit zuständig. Und Backmarket, für alle, die es jetzt noch nicht kennen, kurze Vorstellung, wir sind ein Online-Marktplatz für professionell wiederaufbereitete Technik. Das heißt, bei uns kann man Technik kaufen, die gebraucht ist, aber die eben von Unternehmen erneuert wurde. Das heißt, getestet, wenn nötig, wieder instand gesetzt und dann mit neuer Garantie verkauft. Und bei uns kann man nicht nur wiederaufbereitete Technik kaufen, man kann auch seine Technik verkaufen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil so wie wir uns verstehen, wohin wir wollen, ist, dass wir eine Plattform für die Kreislaufwirtschaft der Technik sind. Das heißt, man kann Geräte aus dem Kreislauf entnehmen, aber auch wieder in den Kreislauf zurückgeben. Was wichtig ist, damit der Kreislauf funktioniert. Genau, zu Beginn meines Vortrags möchte ich auf einige Zusammenhänge hinweisen, einige Zahlen vorstellen zu den Umweltauswirkungen unserer Technik. Dabei fokussiere ich mich so ein bisschen auf die Smartphones, also auf Technik, die eigentlich jede von uns in der Hosentasche hat. Manchmal sogar mehr als eins, Arbeitshandys oder was auch immer. Und das ist sehr relevant, denn das sind die aktuellen Zahlen, 4% der globalen CO2-Emissionen entfallen auf unseren Digitalsektor. Das ist aktuell mehr, als was der Luftfahrtsektor ausstößt an CO2-Emissionen. Das noch viel größere Problem ist aber, dass diese Emissionen stark ansteigen. Das ist eine natürliche Konsequenz, dass wir alle unsere Lebensbereiche digitalisieren, dass wir immer mehr Technik haben, immer mehr vernetzen, was natürlich große Vorteile bietet, große Potenziale auch für Nachhaltigkeit, aber eben auch einen Preis hat. Und konkret in Zahlen heißt das, also wenn man der Schätzung folgt, die auch die Kommission veröffentlicht hat, ist, dass der Digitalsektor mit seinen CO2-Emissionen auf 14% der weltweiten CO2-Emissionen ansteigen wird bis 2040, wenn wir nichts dagegen tun. Also es ist sehr wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, das ist die Message dieser Folie. Und wir sprechen, wenn wir über die CO2-Emissionen und allgemein die Umweltauswirkungen des Digitalsektors sprechen, viel über Streaming, über Server, über Netze, über den Stromverbrauch, der dort anfällt. Und das ist richtig, das ist wichtig. Aber die Wahrheit ist auch, dass sie nur einen kleinen Teil der Gesamtauswirkungen, der Umweltauswirkungen der Digitalisierung ausmachen. Das größte Problem ist nämlich vor allem die Herstellung der Technik, die wir brauchen, um zu streamen, um uns zu vernetzen, zu kommunizieren. Bei Smartphones sind das ungefähr 80% der Emissionen für das Leben eines Smartphones, eines durchschnittlichen Smartphones. Also 80% der Emissionen, die eben bei der Herstellung anfallen. Und das sind ja Umweltauswirkungen, wenn man sich überlegt, was alles an Ressourcen reingeht, an Wasser reingeht, die ja schwindelerregend sind, würde ich sagen. Woran liegt das? Erstmal das grundsätzliche Problem, dass die Herstellung so einen großen Einfluss hat auf die Umweltbilanz eines Gerätes. Das liegt daran, dass wir in vielen Fällen noch eine lineare Wertschöpfungskette haben. Das bedeutet, dass ein technisches Gerät, zum Beispiel ein Smartphone oder ein Tablet, hergestellt wird. Dafür werden sehr viele Rohstoffe gewonnen, also die Metalle, die seltenen Erden, die verschiedensten Rohstoffe, die man eben braucht, um so ein Gerät herzustellen. Das sind ungefähr 50, die in so ein Smartphone reingehen. Und das Problem dabei ist, dass der Bergbau eine der umweltschädlichsten industriellen Tätigkeiten ist, die wir haben. Das ist einerseits, weil natürlich fossile Rohstoffe verbrannt werden müssen, um Bagger, um Maschinen am Laufen zu halten. Das ist aber auch wegen giftiger Chemikalien, die genutzt werden, um Rohstoffe aus den Rohmaterialien aus der Erde herauszuwaschen, herauszufiltern. Und das alles hat Konsequenzen, vor allem für die biologische Vielfalt. Es gibt die Statistik, die Zahl, dass 90% des Verlusts an Biodiversität auf die Gewinnung von Rohstoffen zurückzuführen ist. Das heißt, wir müssen versuchen, die Gewinnung der Rohstoffe zu begrenzen, runterzufahren.
Dann ist aber in den weiteren Schritten ist es noch nicht getan, sondern die Fertigung von Teilen, der Transport der Rohstoffe zu den Fertigungsstätten, all das ist sehr energieintensiv, das ist wasserintensiv und der Zusammenbau der Teile, dann der Transport zum Kunden, verbraucht alles sehr viele Ressourcen. Und die Nutzung, klar, die Nutzung hat auch einen großen Impact, aber eben nicht ganz so viel wie die lineare Wertschöpfungskette zuvor. Und all das, wofür? Für ein Smartphone, was im Durchschnitt zwischen 23 und 37 Monate genutzt wird. Das sind die durchschnittlichen Zahlen. Da gibt es natürlich Ausreißer, da gibt es Personen, die nach 6 Monaten sich was Neues kaufen, da gibt es aber auch die Personen, die kaufen sich ein Smartphone und nutzen das 8 Jahre. Das ist super, sehr wünschenswert, aber es sind eben die Ausreißer und der Durchschnitt liegt zwischen 23 und 37 Monaten. Wenn wir über die lineare Wertschöpfungskette reden, dann müssen wir auch über das Thema Entsorgung reden. Im Jahr 2019 gab es Berechnungen zufolge 53,6 Millionen Tonnen an Elektroschrott. Das ist eine ganze Menge. Das wächst aber auch an, diese Zahl, und zwar sehr schnell. Das ist eine der am schnellsten wachsenden Abfallströme weltweit, der Elektroschrott. Und ursprüngliche Schätzungen sahen vor, dass es ungefähr 3-4% pro Jahr sind. Aber neuere Schätzungen sagen, dass wir 2021 bereits 61 Millionen Tonnen Elektroschrott erreichen könnten. Das würde bedeuten, dass seit 2019 das Wachstum 14% betragen hat. Also noch mehr, als wir uns eigentlich gedacht haben. Und was ist das Problem? Wir haben eine Menge Elektroschrott und wir recyceln nur einen Bruchteil davon. Das waren 20%. Die ordnungsgemäß global recycelt wurden. In Europa ist die Zahl höher. Aber wir müssen es auch global sehen, weil natürlich auch viel Elektroschrott aus Europa in andere Länder verschifft wird. Und das ist aus meiner Sicht eine Schande, ein Unding. Es ist unglaublich, wenn man sich überlegt, dass in einer Tonne Golderz ungefähr so viel Gold steckt wie in 41 Smartphones. Um so ein bisschen die Dimensionen, den Vergleich zu haben, wie viel Aufwand es braucht eigentlich, um diese Ressourcen, die in unseren Geräten stecken, dort reinzukriegen und dass wir sie dann achtlos wegwerfen, verbrennen, nicht ordnungsgemäß recyceln, das ist ein Riesenproblem. Gleichzeitig recyceln ist sehr, sehr wichtig, kann aber immer nur der letzte Schritt in dem Leben von einem Gerät sein, denn recyceln selber braucht Energie. Recyceln bedeutet, dass man nicht 100% der Rohstoffe wieder rauskriegt aus dem Gerät, sondern nur einen Teil. Das heißt, alles nicht ideal. Ich habe jetzt auf dieser Slide mal die Ressourcen, die gebraucht werden, oder einige der Ressourcen, einige Kennzahlen aufgelistet, um ein durchschnittliches Smartphone ins Leben zu bringen. Das ist beim Wasserverbrauch, wenn wir damit anfangen, 89,2 Kubikmeter. Das sind 89.000 Liter. Das ist eine Menge Wasser. Das ist, wenn man das mal umrechnet, zum Beispiel auf wie viel braucht ein Mensch für sein Leben lang? Über 100 Jahre Wasserkonsum von 2 Liter pro Tag. Das heißt, für ein Smartphone könnte man eine Menge Wasser trinken. Warum braucht es so viel Wasser, ein Smartphone herzustellen? Das liegt vor allem eben daran, dass zum Beispiel Lithium für die Batterien gebraucht wird. Lithium wird mit hohem Wasseraufwand extrahiert. Aber auch andere Rohmaterialien, seltene Erden, werden eben herausgewaschen aus der Erde. Und ich denke, diese Zahl ist gerade in jetzigen Zeiten, wir haben einen Klimawandel, wir haben oft Wasserknappheit, es ist, hier bedeutet das, dass die Gärten braun werden, dass wir Waldbrände haben, aber woanders bedeutet es eben auch, dass einfach kein Wasser zum Trinken da ist. Das ist auch ein globales Gerechtigkeitsproblem, weil ja der Abbau von Ressourcen eben nicht hier in Brandenburg passiert, sondern in anderen Ländern, wo Wasser existenziell knapp sein kann. Dann die Rohmaterialien. Wenn wir uns die anschauen, 268 Kilogramm, das heißt jetzt nicht 268 Kilogramm seltene Erden und Metalle, das sind die Rohmaterialien, aus denen diese Stoffe gewonnen werden. Und es sind eine Menge, es ist eine Vierteltonne, die für ein Smartphone, was am Ende, ihr seht das, Elektroschrott sind 200 Gramm. Das heißt, aus einer Vierteltonne macht man 200 Gramm. Und diese Rohmaterialien, die wir rausziehen aus der Erde, die brauchen wir und die sind begrenzt. Und wir brauchen sie zum Beispiel für die grüne Transformation, wir brauchen sie für Solaranlagen. Es gibt eine gewisse Konkurrenz und je mehr wir verbrauchen von diesen endlichen Ressourcen für Geräte, die wir eigentlich gar nicht brauchen, desto weniger von diesen
Materialien haben wir auch zur Verfügung, um damit die Technik zu bauen, die wir wirklich ganz dringend brauchen. Nur mal als Beispiel, Silber und Gold zum Beispiel, das sind Industriemetalle, die werden oft als Leiter verwendet für Strom. Oder Indium, das ist eines der seltenen Erden, wird für Displays gebraucht, damit dort die Touchfunktion und so weiter funktioniert. Und da auch nur als Side-Note, Indium 86% kommt aus China. Also wenn man mal aktuelle geopolitische Lage sich anschaut, dann ist das auch etwas, was einem zu denken geben sollte. Also jetzt habe ich vier Probleme schon beschrieben, aber wollen natürlich auch darüber sprechen, was können wir eigentlich tun. Und das allererste, was ich sehe, was wir tun können, ist unsere Beziehung zu unseren technischen Geräten zu hinterfragen. Es gibt das Phänomen der Marketing-Obsoleszenz, das Gefühl, was uns das Marketing vermittelt, dass wir eigentlich immer wieder was Neues brauchen, dass das, was wir haben, nicht mehr aktuell ist, nicht mehr mithalten kann, nicht mehr wettbewerbsfähig. Es gibt was Neues, es ist wichtig, das zu haben. Und das triggert in uns das Bedürfnis, doch irgendwo umzusteigen auf ein neues Gerät. Und ich glaube, das müssen wir hinterfragen. Auch muss es immer kleiner sein, das Gerät. Also Miniaturisierung hat natürlich große Vorteile gebracht, aber müssen wir jetzt das kleinste Gerät haben oder darf es auch 10% größer sein, dafür, dass es dadurch leichter reparierbar ist? Auch eine Frage, die ich aufwerfen würde. Dann kaufen heutzutage 80% der Menschen, oder 80% der Menschen, die ein neues Smartphone kaufen, haben noch ein funktionsfähiges Smartphone. Das heißt, die Menschen kaufen eben nicht, wenn es kaputt ist, nicht alle, sondern viele, wenn sie eigentlich noch ihr altes Gerät weiter nutzen können. Da auch die Frage, ist das wirklich so notwendig? Und was brauchen wir für eine Technik? Was sind meine Bedürfnisse? Auch wie viel von der Technik brauche ich? Brauche ich tatsächlich ein Smart Home und einen Sprachassistenten in jedem Raum? Brauche ich drei verschiedene Telefone? Alles einfach Sachen, die wir uns hinterfragen müssen. Was brauchen wir wirklich? Wie gut muss das, also wie leistungsfähig muss das sein? Was entspricht meinen Bedürfnissen? Das ist wichtig. Dann die Lebensdauer der Geräte erweitern. Ganz, ganz wichtig, weil ich habe gerade gesagt, 80% der Emissionen entstehen durch die Herstellung. Und das bedeutet, dass je länger wir die Geräte nutzen, desto besser können wir diese Umweltauswirkungen aus der Herstellung auf den Nutzungszeitraum verteilen. Das heißt, wenn wir es noch 2 Jahre nutzen, na, dann war das eine sehr teure Produktion. Wenn wir es 8 oder 10 Jahre nutzen, dann hat es sich besser verteilt. Und der beste Ressourcenschutz ist nun mal, nicht neu zu produzieren. 100% Ressourcen gespart. Was können wir tun? Wir müssen unsere Geräte schützen, wir müssen sie pflegen, wir müssen Wissen aufbauen dazu, was man eigentlich tun kann, damit man sie länger nutzen kann. Schutzhülle und Bildschirmfolien, absolutes Muss, um eben Schäden zu vermeiden. Durch Stürze, das kann immer passieren, das kann man nicht wirklich vermeiden, egal wie viel man über sein Smartphone weiß. Man kann immer irgendwo hängen bleiben oder ein bisschen ungeschickt sein. Dann der Akku. Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand. Der Akku wird irgendwann nicht mehr genug Leistung bringen. Das ist einfach so angelegt, das kann man nicht verhindern. Das ist dann der Punkt, wo das Gerät, wo der Akku ausgetauscht werden muss. Das kann eine Art, ich will es jetzt nicht Sollbruchstelle nennen, aber für viele Menschen kann das so eine Hürde sein, dass sie am Ende sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein neues Handy, weil der Akku funktioniert nicht mehr. Um das hinauszuzögern, kann man mit dem Akku schonend umgehen. Zum Beispiel, man sollte einen Akku niemals komplett entladen lassen. Das ist sehr, sehr schlecht für die Batterie, wenn sie auf 0% runter ist. Am besten sollte man sie gar nicht erst unter 20% fallen lassen und man sollte sie auch nicht über 80% aufladen. Das ist natürlich nicht so bequem, wie ich stecke mein Handy einfach jede Nacht an die Steckdose an und habe morgens 100%. Aber wenn man eben auch mal tagsüber lädt und nicht voll auflädt, nicht auf 0% runtergeht, dann hilft das dem Akku auch länger frisch zu bleiben. Dann Nachtmodus. Nachtmodus bedeutet, dass der Bildschirm dunkel ist und nicht hell. Man kann trotzdem seine Sachen noch lesen. Das hilft eben auch, Batterie zu sparen. Das hilft, weniger zu laden. Konnektivität aufs Notwendige reduzieren. Brauche ich jederzeit Bluetooth, alle möglichen verschiedenen Verbindungsarten oder ist es auch möglich für mich, das zu reduzieren auf das, was wirklich notwendig ist? Und ganz klar, wir müssen unsere Produkte reparieren, wenn sie kaputt sind, anstatt einfach neu zu kaufen. Es ist auch, also selber reparieren ist natürlich eine gute Sache, aber nicht jeder hat einen Zugang dazu. Das heißt, reparieren lassen ist eine Option. Es ist auch eine Option zu sagen, okay, ich
ich gebe das Handy ab an jemanden, der es repariert, der es wieder verkauft. Verschiedene Sachen. Aber das Schlimmste ist wirklich, ein Gerät, was einen Defekt hat, der reparabel ist, beiseite zu legen, in die Schublade wegzuschmeißen, was auch immer. Das ist das, was die Lebensdauer nicht verlängert. Und noch ein kleiner Punkt, das Gerät regelmäßig zu reinigen, kann auch helfen, weil manchmal, wenn das Mikrofon nicht mehr gut funktioniert, der Lautsprecher, da kann es auch einfach sein, dass sich jede Menge Zeug angesammelt hat in dem Handy, was man zum Beispiel mit einer elektrischen Zahnbürste oder mit anderen kleinen Werkzeugen ganz gut wieder rauskriegen kann. Was können wir noch tun? Die Kreislaufwirtschaft nutzen. Ich habe es schon angesprochen an verschiedener Stelle. Es ist immer möglich, ein Gerät, was meinen Ansprüchen nicht mehr funktioniert, nicht mehr genügt. Das ist okay, das kann der Punkt kommen, wo ich sage, ich möchte eine bessere Kamera, weil ich jetzt auf eine Reise gehe, ich möchte da tolle Bilder machen. Oder der Speicher ist einfach zu klein, weil ich so viele Apps habe. Das kann kommen in dem Moment. Wichtig ist, dass man das alte Gerät dann nicht einfach beiseite legt, sondern dass man überlegt, kann ich es nochmal wieder verkaufen? Oder es muss auch nicht verkaufen sein. Es kann auch sein, gibt es in meiner Familie jemanden, der das Handy gebrauchen kann? Mein Neffe zum Beispiel als erstes Telefon oder meine Oma, die gerne skypen möchte oder zoomen möchte mit mir. Was gibt es für Nutzen für dieses Gerät, um dem Gerät im Grunde ein zweites, ein drittes, ein viertes Leben zu schenken, solange wie halt noch jemand da ist, der dieses Gerät gebrauchen kann. Genau, der andere Punkt, den ich schon gesagt habe, wir sollten schauen, was brauche ich eigentlich für ein Gerät, was sind meine Ansprüche und wie kann ich vielleicht auch im Secondhand-Bereich, also ein gebrauchtes Gerät finden, was für mich genügt, weil das ist auch so, es gibt natürlich im neuen Bereich auch Geräte, die jetzt nicht so teuer sind, die jetzt nicht so viel Leistung haben, die vielleicht für mich genügen, aber solche Geräte, gerade wenn es jetzt irgendwo von, sagen wir mal, chinesischen Billiganbietern ist, die sind halt auch nicht sehr nachhaltig, die gehen auch schnell kaputt, die sind nicht gut reparierbar. Und das bedeutet, dass eben die Ressourcen für ein neues Gerät aufgewandt werden mussten, obwohl ich eigentlich auch ein höherwertiges, besseres Gerät gebraucht hätte erwerben können und dafür eben keine neuen Ressourcen ausgegeben werden müssen. Jetzt kommen wir nochmal zu Daten. Und zwar gibt es eine Studie von der ADEME, das ist die französische Agentur für ökologische Transformation, vergleichbar mit dem Umweltbundesamt, würde ich sagen. In der Rolle, was sie tun, also zum Beispiel Studien eben vorzubereiten und an die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Wir haben bei dieser Studie mitgewirkt, in dem Sinne, dass wir Daten dazugegeben haben. Wir waren mit im Board, haben also Expertise mit reingegeben. Aber diese Studie wurde unabhängig von der ADEME erstellt und die ADEME ist auch eine öffentliche Institution in Frankreich. Für diese Studie wurden die Umweltauswirkungen von professionell wiederaufbereiteten Geräten mit neuen Geräten verglichen. Also es wurden Szenarien erstellt, Nutzungsszenarien und es wurde mit Lifecycle Analysis und also Ökobilanzierung nennen wir es auch in Deutschland und multivariate Analyse nachvollzogen, was eigentlich die Umweltauswirkungen von diesen verschiedenen Geräten sind und was eben der Unterschied ist. Dabei wurde die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick genommen und es wurden konservative Annahmen getroffen. Das bedeutet, was hat man verglichen? Man hat auf der einen Seite ein neues Smartphone genommen, was 3 Jahre genutzt wird, was, wenn wir schauen, 23 bis 37 Monate ist die durchschnittliche Nutzungsdauer, das ist eine eher konservative Schätzung. Und man hat es verglichen mit einem wiederaufbereiteten Smartphone, was 2 Jahre genutzt wurde. Also ein bisschen weniger lange, weil es ist schon ein gebrauchtes Gerät, vielleicht es ist halt auch schon ein bisschen älter, deswegen wird es vielleicht ein bisschen weniger lange genutzt als neue Smartphones, auch wenn das nicht unbedingt der Fall sein muss. Das gleiche hat man auch für Tablets, für Desktop-PCs und für Laptops gemacht. Und um so ein bisschen bildlich zu machen, was wurde da untersucht, also was für Schritte in diesem Prozess, das ist jetzt für neue Produkte, da wurde mit rein der ganze Produktionsprozess, also die Gewinnung von Ressourcen, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Die Auflösung ist, glaube ich, nicht so super. Deswegen, ich gehe einfach mal durch. Es ist die Gewinnung von Ressourcen, es ist der Transport von diesen Ressourcen, die Produktion von Teilen, das Zusammenbauen von Teilen, also von einzelnen Modulen eines Gerätes, der Gesamtzusammenbau des Endgerätes, die Produktion von Zusatzzubehör, die Produktion von Verpackungsmaterialien, die Vorbereitung des Verschiffens. Und genau, dann noch weitere Verpackungsmaterialien, die für den Verkauf hergestellt werden müssen. Der Verkauf selber, die Nutzung des Gerätes, was nicht drin ist, ist Kundenservice und After-Sales-Service, das hat man jetzt nicht erfasst. Und schließlich End-of-Life, das Einsammeln dieser Geräte,
der Reuse, wenn möglich, oder eben Recycling. Das sind die Sachen, die angeschaut wurden für neue Produkte. Und dann hat man untersucht, was sind die eigentlichen Prozessschritte beim Refurbishment. Auch dort muss man diese Geräte erstmal einsammeln. Man heißt, man sourced gebrauchte Geräte von verschiedenen Quellen. Man schifft sie dorthin, wo man sie wieder aufbereiten kann. Man testet sie, man sortiert sie. Und wenn der Test ergibt, dass eben irgendwo ein Defekt ist, dann wird dieser Defekt behoben, er wird repariert. Das kann bedeuten, dass die Batterie ausgetauscht wird, weil sie zu schwach ist, weil sie nicht mehr den Ansprüchen genügt. Dass der Bildschirm ausgetauscht wird, weil er einen Riss hat oder tiefe Kratzer. Es kann aber auch heißen, wenn das Gerät voll funktionsfähig ist, das ist bei neueren gebrauchten Geräten durchaus öfter der Fall, dass es nur gereinigt wird, weil eben kein Defekt vorliegt. Dann gibt es einen Exit-Check und natürlich wird auch dann diese ganze Logistikkette mit, man muss es im Lager wieder transportieren, man muss es dann eben verpacken, man muss es verkaufen, zum Kunden rüberbringen und dann eben auch die Nutzung, die dort mit anfällt. Was hier nicht mit einbezogen wurde, ist unter anderem auch End of Life, weil man gesagt hat, okay, End of Life gehört eigentlich zu der Produktion von einem neuen Gerät. Und die Tatsache, dass ein Gerät wieder aufbereitet wird, ein zweites Leben sozusagen geschenkt wird, verändert nicht die Tatsache, dass End of Life kausal zurückzuführen ist auf die ursprüngliche Produktion des Gerätes. Deswegen wird diese Umweltauswirkung nicht dem Refurbished-Gerät angehängt, sondern dem neuen Gerät. Ja, die Ergebnisse, die waren für uns als Marktplatz sehr wichtig, weil wir eben mit der Mission gestartet sind oder mit dem Gedanken, dass im Refurbishment-Sektor sehr, sehr viel Potenzial steckt, um eben Geräte länger zu nutzen, um unseren Ressourcenbedarf für unsere Technik zu reduzieren. Aber wir hatten halt noch keine Zahlen dafür. Und jetzt eben diese wissenschaftliche Untersuchung, die die Zahlen geliefert hat und die uns darin bestätigt haben, dass eben Refurbishment ein Teil der Lösung ist, wie wir Geräte länger nutzen können. Und was sich gezeigt hat, ganz zentrales Ergebnis, es ist sehr einfach, aber es ist die Sache, woran wir uns immer orientieren sollten. Je länger VerbraucherInnen ihre Geräte nutzen, desto geringer sind deren Umweltauswirkungen. Das sollte unsere Maxime werden, auch politisch, dass wir nicht nur über Recycling reden, sondern dass wir über Reuse reden. Dass wir überlegen, wie kann man, was muss man tun, damit es leichter wird, die Geräte in Betrieb zu behalten. Dann ein weiteres Ergebnis, nachgelagerte Prozessschritte, wie zum Beispiel Transport, sind für einen geringen Teil der Umweltauswirkungen verantwortlich. Das heißt nicht, dass sie irrelevant sind. Das heißt nicht, dass wir nicht daran arbeiten müssen, CO2-neutralen Transport zu organisieren. Aber es bedeutet eben, dass die Herstellung der Faktor ist, der den größten Einfluss darauf hat, was die Umweltbilanz von dem Gerät ist. Und schließlich, in allen Szenarien haben professionell wiederaufbereitete Produkte geringere Umweltauswirkungen als neue Produkte. Das heißt, man hat auch geschaut und verglichen, man hat 3 Jahre ein neues Telefon und man nutzt das wiederaufbereitete Gerät nur 1 Jahr. Was ist da die Umweltbilanz? Und egal, wie man es gedreht hat, die Umweltauswirkungen sind immer geringer bei wiederaufbereiteten Produkten. Und hier, das ist sozusagen die letzte Folie für meinen Vortrag. Was sind die Vorteile? Was ist der Vergleich? Also ich habe die Zahlen gesehen vorher, was es braucht, um ein neues Smartphone herzustellen. Und hier sieht man eben, was man einspart, wenn man refurbished statt neu kauft. Das heißt, CO2 sind 77,59 Kilogramm, die man einspart. Oder 87% der Emissionen, die eben insgesamt für dieses Smartphone, für ein neues Smartphone aufgebracht werden müssen. Fast 80 Kilogramm CO2-Äquivalent, was ist das? Das sind ungefähr 400 Kilometer Autofahrt, die man einspart. Dann haben wir Wasser, 65.600 Liter. Habe ich vorhin schon gesagt, von diesem Wasser kann ein Mensch, der 2 Liter Wasser pro Tag trinkt, 103 Jahre Wasser trinken. Also eine ganze Menge. Und die weiteren Zahlen, ihr seht sie auf dem Bildschirm. Wenn man das Ganze jetzt mal multipliziert mit den 1,5 Milliarden Smartphones, die pro Jahr verkauft werden, dann merkt man, okay, hier ist ein Potenzial, um die Umwelt zu entlasten. Also wie können wir dieses Potenzial jetzt heben? Das ist ja die entscheidende Frage. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Ökodesign. Das heißt, wie werden unsere Geräte designt? Was sind da die Maximen, was sind die Ziele? Und ich denke, das Ziel sollte nicht mehr sein, dass man eine besonders hohe Leistungsfähigkeit zum besten Preis hat. Also ja, das sind immer noch wichtige Kriterien.
aber sie sollten nicht die alles entscheidenden Kriterien sein. Der Preis sollte nicht nur beim Moment des Verkaufes bemessen werden, sondern der Preis sollte über das gesamte Leben des Produktes betrachtet werden. Das heißt, ein günstiges Gerät, was nur sehr teuer zu reparieren ist, ist am Ende teurer als ein teureres Gerät, was sehr günstig zu reparieren ist und was man dementsprechend lange nutzen kann. Dann gibt es viele, viele Blocker im Reparaturmarkt, aber ich glaube, da werden wir gleich auch noch drüber reden. Ersatzteile sind zum Teil nicht verfügbar, Reparaturinformationen sind schwer zu bekommen. Das sind viele politische Aufgaben. Aber das Schöne ist, es liegt auch an uns als Individuen, als an Gesellschaft. Wenn wir unseren Umgang mit Technik überdenken, wenn wir Alternativen in den Blick nehmen, wenn wir uns informieren, wie wir unsere Geräte selber reparieren können, und es gibt zum Glück mittlerweile auch schon einige Informationsquellen, da können wir selber eben sehr viel Einfluss darauf nehmen, wie teuer eigentlich unsere Technik für unseren Planeten ist. Und ja, ich freue mich jetzt im nächsten Part, das Ganze noch ein bisschen weiter zu diskutieren. Dafür habe ich Vivien und Erik mit dabei. Vivien ist Umwelt- und Sozialpsychologin, arbeitet für das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Dort beschäftigt sie sich mit der sozioökologischen und digitalen Transformation. Und einen besonderen Fokus legt sie dabei auf die Verbraucherperspektive. Und Erik ist Fellow am Fraunhofer IZM mit Spezialisierung für Obsoleszenz und Rebound-Forschung. Er ist Experte für Ökobilanzierung, Lifecycle Assessment und engagiert sich auch politisch für ein Recht auf Reparatur. Von daher, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben eine bunte Ansammlung von Stühlen zwischen den Pflanzen. Ich hoffe, man kann uns noch gut sehen. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die wir erstmal zusammen diskutieren möchten. Aber gerne würden wir am Ende auch noch Zeit nutzen, um auch euch mit einzubeziehen. Fragen oder Ideen auch aus dem Publikum, was man eigentlich tun kann. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit der ersten Frage. Vivien, die würde ich dir erstmal stellen. Was kann jede oder jeder als Individuum tun, um weniger linear zu konsumieren? Und warum ist das manchmal gar nicht so einfach? Wo stehen wir uns selbst im Weg und wo andere? Okay, das funktioniert schon. Genau, ich glaube, was man tun kann, darüber hast du einen guten Überblick gegeben, da kann ich jetzt auch nichts mehr anfügen. Warum es so schwer ist, das zu tun? Also ich bin Umweltpsychologin und das ist so unser Hauptthema eigentlich. Warum machen denn die Leute nicht das, was sie wollen? Warum konsumieren sie nicht nachhaltig? Und da gibt es verschiedene Faktoren, die sehr wichtig sind. Die Frage ist, wie man die versteht. Also ein Beispiel ist, die sozialen Normen spielen eine enorme Rolle, was man macht. Jetzt kann man sagen, man muss die sozialen Normen verändern. Also die sozialen Normen, das heißt, das, was ich in meiner Gesellschaft, in meiner Umgebung sehe, was andere Menschen tun, das tue ich sehr wahrscheinlich auch. Oder auch, was Menschen in meiner Gesellschaft gut finden zu tun. Und zwar nicht nur aus ökologischen, moralischen Gründen, sondern eben auch aus Statusgründen. Wie komme ich bei anderen Menschen gut an und so weiter. Jetzt könnte man sagen, auch Selbstwirksamkeit spielt zum Beispiel eine Rolle. Da geht es darum, wie einfach nehme ich das wahr, dass ich das machen kann, wie kompetent fühle ich mich. Die spannende Frage ist jetzt, wie verändern wir diese Faktoren? Also einerseits das als normal zu empfinden, Geräte lange zu nutzen, aber auch sich ermächtigt fühlen oder das tun zu können. Und das ist eigentlich keine individuelle Frage, denn wie wir uns als Gemeinschaft verhalten, hat ja auch sehr viel mit den Rahmenbedingungen zu tun. Also ist es teurer, ein Gerät zu reparieren? Ist es aufwendiger? Es gibt zum Beispiel diese Verträge auch, dass man nach 2 Jahren ein neues Smartphone bekommt. Das sind alles Rahmenbedingungen, die Menschen nicht unbedingt dazu einladen. Also ich erzähle hier wahrscheinlich auch nichts Neues. Aber der Punkt ist, was Individuen tun, man kriegt immer eine kleine Masse an Menschen dazu, intentional und bewusst zu konsumieren, sich mega ins Zeug zu legen, um irgendwie nachhaltig zu leben, aber man kriegt nicht die große Masse dazu. Das heißt, es muss sich politisch was verändern, es muss sich bei den Unternehmen was verändern. Erik, ich würde dir die gleiche Frage stellen. Alright, dann antworte ich auf die Frage. Also erstmal finde ich es ganz gut, dass ihr vielleicht auch als Unternehmen mal überhaupt solche Zahlen in den öffentlichen Raum gebracht habt. Also mit welcher Umweltwirkung ist die Neuproduktion von Geräten verbunden. Als Ökobilanzierer spielt man aber auch gerne die Karte und sagt, naja, die beste ökologische Option ist eigentlich die Null-Option. Also ob das nun ein gebrauchtes Gerät ist, ob es ein neues Gerät ist, ob es ein zirkuläres Gerät ist oder ein lineares Gerät, unterm Strich
wenn es gar kein Gerät wäre, wären wir besser dran. Also ist ganz klar. Und ich denke, wir haben immer sehr stark im Fokus diese Smartphones. Klar, weil jeder hat eins. Es ist ein Multipurpose-Device und ist irgendwie allen Leuten wichtig. Ich sehe es aber dennoch halt auch mit Bedenken, was generell im Markt passiert. Also wir machen ja auch so Marktscreening und schauen uns an, was wird denn jetzt eigentlich noch weiter elektrifiziert, und das ist eine ganze Menge. Und wenn man einmal über die IFA schlendert und dann sieht, es gibt Smart Bottles, es gibt WLAN-Toaster, es gibt jede Menge Sensorik, die überall ins Haus gebaut wird, und das aufsummiert, dann, sag ich mal, sind die Smartphones eigentlich schon fast unser kleinstes Problem. Das heißt, ich denke, als Individuum kann man viel machen, indem man halt das kritisch hinterfragt, was muss ich eigentlich kaufen, und vor allen Dingen vielleicht auch Richtung Politik mal so Relevanzkriterien aufsetzt. Welche Produkte haben eigentlich eine Geltungsberechtigung? Und ich brauche auch keinen gebrauchten WLAN-Toaster. Also von daher, es wäre schön, wenn da halt das Große und Ganze mehr in den Blick genommen wird, weil im Endeffekt, ein Smartphone ist nur ein Device halt. Und was jetzt gerade passiert, ist vieles, was wir gar nicht sehen mit 5G, das wird eine Materialschlacht, die wir kritisch hinterfragen müssen, auf jeden Fall. Was jetzt sehr pessimistisches Bild ist, also ich denke, trotzdem und vieles hast du schon gesagt, wenn man nicht verzichten kann, dann in Vermeidungsstrategien, und da braucht man auch eigentlich keine Studie, um herauszufinden, dass die Verlängerung der Lebensdauer, Nutzungsdauer und Reparatur der einfachste Weg ist, um den ökologischen Fußabdruck zu drücken. Ich könnte da direkt reinklinken. Wir haben in einer Gruppe, in der ich jetzt 5 Jahre war, zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit, haben wir auch von vielen verschiedenen Perspektiven aus das Thema Smart Home betrachtet. Und ich finde, das eignet sich super als Anwendungsfall, um das zu zeigen, was du gerade gemeint hast, nämlich, dass es gibt immer so ein Nachhaltigkeitspotenzial von neuen digitalen Geräten. Bei Smart Homes wird es sehr stark propagiert, gerade über Smart Metering beispielsweise, dass man Energiemanagement betreiben kann und so Energie einsparen kann. Genau. Und auch die Politik beispielsweise schreibt dazu Empfehlungen und auch Unternehmen natürlich, dass jetzt Smart Homes irgendwie nachhaltig wären. Und das können die auch sein, wenn man halt nur das Energiemanagement anwendet. Was wir aber sehen, und auch das wird wahrscheinlich niemanden im Raum überraschen, ist, dass Unternehmen das natürlich als Potenzial sehen, noch sehr viele andere Funktionen mit zu verkaufen, wenn sie denn das Smartphone verkaufen. Und was wir sehen, ist, dass Menschen, die das nutzen, auch tatsächlich natürlich nicht nur Energiemanagement machen, sondern halt noch die Kameras installieren für die Sicherheit und das Entertainment noch dabei haben. Und also da gibt es ja jenste Dinge, WLAN, Kühlschränke, bla, was unterm Strich dann gar nicht mehr zu irgendwelchen Nachhaltigkeitseffekten führt. Zudem ein weiterer Punkt ist, dass im Moment ein großer Fokus auf CO2 liegt, auf dem Klimathema. Dabei gerät manchmal die Ressourcenschlacht aus dem Blick. Also die Frage ist auch, welche Umwelteffekte betrachten wir? Also immer, wenn solche Studien kommen, ist einfach auch ein kritischer Blick gefragt, weil man kann alles auch framen. Und wenn dann verschiedene Umwelt- und auch soziale Effekte gegeneinander ausgespielt werden, dann ist immer nicht so sicher, ist das jetzt wirklich nachhaltig. Und da reden wir noch nicht von den sozialen Effekten. Also Digitalisierung ist ja auch ein neues Spielfeld der weiter bestehenden kolonialen Strukturen. Ja, auf jeden Fall. Erik, ich habe eine Nachfrage noch. Du hast gesagt, wenn man mal über die IFA schlendert, dann sieht man dies und das. Sieht man da auch Innovation für mehr Nachhaltigkeit? Ja, also wir sehen sehr stark auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen, also ich kann jetzt nicht repräsentativ fürs Fraunhofer sprechen, aber dass die das schon langsam geschnallt haben. Also dass man eben nicht mehr dieses Schnellzyklen, gerade bei Elektronikgeräten, einfach nicht mehr funktioniert. Und man stärker auch Richtung Servicemodelle geht, also einfach die Wertschöpfung verlagert weg von der Hardware Richtung eben Software. Das ist aber eben gar nicht so einfach, weil eben der Nutzer es gewohnt ist, wir zahlen fürs Gerät, wir nehmen das als Eigentum, und jetzt auf einmal soll man jedes Jahr Gebühren zahlen für diverse Updates und Funktionsverbesserungen. Tesla beispielsweise macht das ja, die verkaufen das Auto, und das kann man kritisch hinterfragen, wenn jemand was kauft und dann erst Funktionen freischalten muss. Ja, das ist halt auch eine Form von Täuschung im Prinzip, die da stattfinden kann. Reichweitenverlängerung kaufen per Abo, obwohl der Akku ja eigentlich drin ist und man den mitgekauft hat, solche Sachen. Aber an sich sind die Hersteller sehr bemüht,
Was wir immer noch nicht ganz schaffen, und das ist so Stichwort zirkuläre Geschäftsmodelle, ist im Weg aus der Nummer zu kommen, jedes Jahr eben neue Sachen auf den Markt zu schmeißen. Und das ist so ein Dilemma, wo, weiß nicht halt, das ist so ein Stück weit hausgemacht oder so ein Hamsterrad, was die selber nicht freut. Also auch wenn man mit dem Handel beispielsweise den Fragen stellt, naja, warum knallt ihr denn so viele Produkte durch den Markt? Ja, man muss mal, Amazon hat über, glaube ich, 350 Millionen verschiedene Artikel. Das ist eine gigantische Auswahl. Ja, ich frage mich immer, wer kommt auf die Idee, dann noch den zweiten und dritten roten Toaster auf die Webseite zu stellen? Es gibt doch schon einen. Also wer trifft die Entscheidung, wir brauchen jetzt noch einen und noch mal besser? Und das sind halt so systemische Zwänge, die wir selber noch nicht so richtig verstehen, wie da der Ausweg gelingen kann. Ja, das ist absolut richtig. Ich denke auch, dass die Hersteller da keine einfache Position haben, weil eben ihr Geschäftsmodell auf diesem linearen Konsum aufgebaut ist und ja auch funktioniert. Und ich glaube, es braucht viel Mut, dort diesen Schritt zu nehmen, weg von dem Haupteinkommen generieren, nur über den Verkauf von neuen Geräten hin zu Dienstleistungen, auch zu Premium-Produkten. Und Premium ist für mich dann eben auch werthaltige Produkte. Das heißt, wir müssen zu einer Welt kommen, wo die Kreislaufwirtschaft so funktioniert, dass Geräte, die eben sehr lange haltbar sind, sehr lange ihren Wert behalten, dann eben auch mehr wert sind im Einkauf als Geräte, die schnell kaputt gehen. Ja, du hast vor uns gesagt, viele Sachen werden sehr günstig verkauft. Es gibt Smartphones für 50 Euro. Und es ist technisch ein absolutes Wunder, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Auch eine Waschmaschine für 200 Euro. Das, also was die Menschen da geschaffen haben, sage ich mal, vom Engineering her, das ist schon krass halt, dass das überhaupt möglich ist. Aber da stecken natürlich nie alle Kosten drin. Alles, was die Folgekosten sind, die Ausbeutung, die vorher stattfindet von Mensch und Natur, die müsste da stärker rein. Und das sollte eigentlich möglich sein, wenn man es eben stärker reguliert. Ja, und ich glaube, wie Wien, du jetzt auch gesagt, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und ich glaube, ein ganz zentraler Faktor ist die Transparenz. Transparenz eben, was sind denn die Umweltauswirkungen? Ich weiß nicht, ob man die jetzt ans Gerät direkt rankriegt, wird wahrscheinlich eher schwierig, aber die Transparenz müssen wir haben und auch als Gesellschaft das Bewusstsein dafür haben. Aber wir brauchen eben Transparenz auch, was sind die Kosten, die nach dem Kauf kommen. Reparaturindex ist ein Beispiel. Wenn die Menschen wüssten eben, okay, das Gerät, was ich kaufe, das kostet so und so viel, aber wenn ich es reparieren möchte, ist es einfach, nicht so einfach, die Ersatzteile sind teuer oder eher günstig. All das sind Informationen, die eben zur Kaufentscheidung mit beitragen können und die helfen können, eben die richtigen Produkte zu belohnen, wo eben echte Innovationen drinsteckt, weil sie eben besonders nachhaltig, besonders werthaltig sind. Und da sehe ich auf jeden Fall auch die Politik in der Pflicht, den Verbraucher uns als Individuum zu befähigen dazu, durch gute Lösungen an diese Informationen ranzukommen. Was wir dann selber damit machen, das ist dann natürlich uns selber überlassen. Und deswegen glaube ich auch, du hast gesagt, as a service ist eine Innovation, die du gesehen hast, gute und schlechte Innovationen, aber es braucht eben auch diese Geschäftsinnovationen wie Refurbishment, wie Product as a Service, um es den Menschen dann auch leicht zu machen, diese Geräte, die sie gekauft haben, wenn sie nicht mehr nutzen wollen, auch wieder zurückzugeben in den Kreislauf, das auch lohnend zu machen. Da würde ich gleich man sollte es den Konsumenten leicht machen. Die Frage würde ich gleich an Vivian werfen. Sollte man es den Konsumenten wirklich leicht machen? Den nachhaltigen Konsum. Generell? Also ich dachte gerade so, die Transparenzdebatte, die führen wir ja jetzt schon seit Jahrzehnten. Diese Idee, dass eine gut informierte Konsumentin dann ganz moralisch korrekt die richtige Entscheidung trifft, das ist ja Quatsch. Also wir alle wissen, Flüge sind schlecht, EasyJet gibt 20 Euro Flüge raus, der Zug kostet aber leider viel mehr und dauert länger. Das ist alles sehr transparent, trotzdem fliegen die Leute dann. Mhm. Also Transparenz kann immer nur der erste Schritt sein. Es muss dann darum gehen, es einfacher zu machen, die richtige Entscheidung zu treffen. Weil das Leben ist kompliziert genug und niemand hat Zeit, jede Konsumentscheidung dreimal zu überdenken und sich dann noch Ökobilanzierungen durchzulesen. So funktioniert das halt nicht aus der Individuensicht. Und deswegen, die Transparenzdebatte muss auch sein, aber das ist auch manchmal ein Ausweg für Unternehmen, sagen zu können, ja, wir informieren ja die KonsumentInnen und die müssen ja dann entscheiden. Genauso macht es auch oft die Politik.
Und das ist natürlich jetzt nicht, also wenn man ambitioniert es angehen will, wenn man wirklich will, dass sich was verändert, dann ist Transparenz natürlich nicht ausreichend. Ich stimme dir absolut zu. Also allein Transparenz ist nicht die Silver Bullet. Dadurch wird sich das Konsumverhalten nicht drastisch verändern, auch wenn es sich vielleicht schon ein bisschen verändern kann. Was ich meinte mit einfach machen ist zum Beispiel, dass es Geschäftsmodelle gibt, die es einfach macht, das Gerät wieder zu verkaufen. Genau. In der Vergangenheit musste man dafür auf eBay gehen, man musste bei Kleinanzeigen viele Nachrichten über sich gehen lassen mit kannst es vorbeibringen, was auch immer, man kennt das. Aber wenn es eben Geschäftsmodelle gibt, die es sehr einfach machen, genauso einfach wie Dinge zu kaufen, Dinge zu verkaufen, dann ist es einfach für den Kunden nachhaltig zu handeln, den Kreislaufwirtschaft zu fördern. Auf der anderen Seite, die Politik muss es einfach machen, nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen, indem sie nachhaltige Angebote auch belohnt. Also ein Punkt, den ich fordere in meiner politischen Arbeit, ist auch eine ökologische Steuerreform. Dass man eben auch schaut, was sind denn die Produkte, die besonders nachhaltig sind und warum sollten die genauso hoch besteuert werden, zum Beispiel Mehrwertsteuer, wie Produkte, die eben nicht nachhaltig sind. Das sind Lenkungsfaktoren, die es den Kunden, den Verbrauchern einfach machen, nachhaltig zu konsumieren, weil sie gar nicht drüber nachdenken müssen, weil es für sie eine Entscheidung ist, die logisch ist, auch unabhängig von den Umweltkriterien. Ja, vielleicht kann ich da noch einhaken. Ich denke da manchmal noch radikaler, weil ich mir denke, ja, es ist immer schön, convenient, also die Annehmlichkeit ist immer ein wichtiger Faktor bei Konsumentscheidungen. Wenn was einfach ist, dann machen die Leute das auch. Aber ich denke, man muss vielleicht auch mal andersherum denken, dass man die Sachen, die eben ökologisch nicht so sinnvoll, einfach schwieriger machen. Ja, ich sehe das durchaus kritisch. Wir alle haben seit diesem Jahr die Möglichkeit, so Elektrogeräte im Supermarkt abzugeben. Ja, niemand muss mehr Schlange stehen bei der BSR. Also es ist alles viel einfacher und komfortabler, sich vom Abfall zu trennen. Wo ich mir denke, naja, wie wäre es denn, wenn du jetzt einen SUV kaufen möchtest? Ja, der kostet zwar mehr als ein Kleinwagen, aber wer das Geld hat, der kann sich den halt kaufen. Aber ansonsten halt ist es genauso einfach wie vielleicht ein Elektroauto zu kaufen und du hast keine Barrieren halt. Man könnte da schon mal überlegen, ja, sollte es sowas wie Wartelisten geben, ne, wo man sagt, okay, dann muss halt jemand, der ein besonders umweltproblematisches Produkt haben möchte, einfach nochmal 4 Wochen warten. Ja, also um in der Art und Weise vielleicht auch mal Verhalten zu steuern, um den ökologisch sinnvollen Alternativen mehr Auftrieb zu bieten. So, es ist einfach zu einfach, neue Produkte zu kaufen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch bei euren Kunden. Wer refurbed kauft, der hat immer ein Restrisiko, dass vielleicht mal was nicht funktioniert. Man muss vielleicht warten, weil es wird bestellt. Hier kannst du einfach in den großen Retailern gehen und dir gleich das neue Smartphone quasi mitnehmen und alles funktioniert. Und diese Barrieren, die müsste man halt, ja, abbauen, aber eben vor allen Dingen auch diese Sofortverfügbarkeit wieder reduzieren, um wirklich was im Verhalten zu ändern. Das ist zumindest meine Sicht darauf. So weit müsste man vielleicht gar nicht gehen, weil wenn wir den fairen Preis zahlen würden für die Geräte, die wir alle nutzen, dann könnten wir uns gar nicht mehr als eins alle 10 Jahre leisten. Ja, aber ich finde es so attraktiv, darüber nachzudenken, ist Preis wirklich das einzige Steuerungsinstrument oder gehen wir vielleicht doch mal mehr so Richtung Convenience und Zeit, so, dass wir das wieder so stärker so als Sanktionsmechanismus nutzen, damit eben nicht hochproblematisch konsumiert wird. Ich sage ja nicht, will ja keine Verbotslyrik hier auffahren, ja, dass mir gut bestimmte Produkte sollte man einfach verbieten. Ja. Aber es geht einfach darum, die einen besonders hohen Fußabdruck haben und wo Geld auch egal ist, ja, weil sie halt im Wohlstand leben und sich alles kaufen können, dass wir da Mechanismen haben, die das eben vermeiden, dass eben jemand ja, den Wasserhahn laufen lässt, nur weil er es sich leisten kann. Ich würde gerne mal von der individuellen Ebene zur Gesellschaft noch stärker kommen. Und Vivian, ich würde dich gerne fragen, was denn Traditionen oder Gewohnheiten in unserer Gesellschaft sind, die linearen Konsum begünstigen und ob du da Veränderungstendenzen siehst und wenn ja, wir haben schon angefangen zu diskutieren, wie kann man diese Veränderungstendenzen noch stärker fördern? Ja, um es kurz zu machen, ist das Grundproblem, weswegen immer mehr Geräte konsumiert werden müssen und wir auch immer wieder von Werbung vor allem auch angehalten werden, das zu tun, ist ja, dass wir eine
wachstumsbasierte Wirtschaft haben. Also dass es natürlich diverse Marktmechanismen gibt, die sowohl Unternehmen als auch KonsumentInnen als auch die Politik als Geisel nehmen und eben dadurch es kaum noch möglich ist, jetzt, es gibt immer die grüne Nische, es gibt immer tolle Angebote, wenn man die sucht, das zu machen. Aber gesamtgesellschaftlich, auf einer volkswirtschaftlichen Ebene, braucht es den Ausstieg aus dem Wachstumsparadigma, damit solche Geschäftsmodelle eben die Norm werden können und solche Konsumweisen auch normal werden können. Für alle Menschen so. Ja, ja, bin ich völlig d'accord. Also was mir fehlt, ist diese ganze Stichwort Entropievermeidung. Ja, wir können so Kreislauf und zirkulär werden und alles besser machen und die Produkte besser machen, aber es gibt sie einfach nicht, das 100% nachhaltige Produkt. Wir werden immer irgendeine Form von Umweltimpact haben und wenn wir es nicht schaffen, halt den Gesamtverbrauch zu begrenzen, dann ist der Rest eigentlich nur so ein bisschen rumoptimieren, aber wir sehen ja die Rebound-Effekte, wir sehen ja die Wohlstandseffekte, dass die Leute mehr konsumieren können. Und wir machen keine großen Sprünge, wenn wir nur über Materialeffizienz und Energieeffizienz alleine gehen, sondern wir müssen noch stärker halt schauen, wie wir Produktvielfalt und vor allen Dingen Marktzyklen halt einschränken, dass eben einfach nicht so viel in den Markt kommt. Genau, und das, was im Markt drin ist, dass es länger im Markt drin bleiben kann. Und was ich immer sehe, wenn so Gesellschaftsgewohnheiten so als Beispiel, wenn man ein Geschenk macht, würde man sich identisch fühlen, wenn man jemandem was Neues schenkt oder wenn man etwas Gebrauchtes schenkt? Ich kann mir vorstellen, dass man oft dann doch irgendwo so gewisse Unsicherheit mit dabei hat. Okay, wenn die Person merkt, das ist jetzt kein Neues, denkt die dann, das war es mir nicht wert, es hat nur für gebraucht gereicht zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein grundsätzlicher Impuls, der bei vielen drin ist, der problematisch ist, weil eben der Wert eines Produktes manchmal daran bemessen wird, wie neu das Produkt ist und nicht, wie gut das Produkt an sich ist. Es gibt ja auch andere Haushalte, wo dann die 20 Jahre alte Küchenmaschine steht, die einfach immer noch läuft, wo die Menschen unglaublich froh drüber sind, weil sie denken, das ist ein richtig gutes Produkt, was ich damals gekauft habe. Und ich glaube, unser Umgang als Gesellschaft mit gebrauchten Geräten oder mit älteren Geräten, die aber noch gut funktionieren, die das tun, was sie tun sollen, was man von ihnen möchte, ich glaube, diesen Umgang, das Verhältnis dazu, das müssen wir auch verändern, damit wir einfach den Konsum weniger über den Konsum von neuen Produkten, egal welche es jetzt sind, definieren vor allem. Blick auf die Zeit, wir wollen auch gerne auf das Publikum mit reinbringen. Vielleicht eine letzte Frage, kurz und knackig. Welche Rolle spielt die Politik und was tut sie bereits, um zirkulären Konsum zu fördern und vielleicht, was tut sie noch nicht, obwohl sie es unbedingt tun sollte? Erik, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Also was das ganze Thema Reparatur, Produktlebensdauer angeht, muss man der EU wirklich mal ein Kompliment machen. Also jetzt einfach im Vergleich weltweit haben wir da ein paar richtig gute Initiativen gestartet, die auch langsam Früchte tragen. Also Ersatzteilverfügbarkeit, Thema Software-Updates, das wird alles zunehmend reguliert und gibt uns mehr Möglichkeiten, auch in Zukunft die Produktlebensdauer zu verlängern. Also der große blinde Fleck meiner Meinung nach in der Politik gerade ist immer noch das Thema Marktzyklen und Produktvielfalt. Es gibt Unternehmen wie der Inditex-Konzern, hier Zara, Bershka, die haben ein Geschäftsmodell, das darin besteht, so viel wie möglich neue Produkte in kurzer Zeit auf den Markt zu bringen. Das Ganze nennt sich Ultra-Fast-Fashion. Die Leute stehen drauf, es funktioniert. Umwelttechnisch halt hochproblematisches Geschäftsmodell. Das Gleiche sehen wir aber auch im Elektronikmarkt. In allen Produktmärkten wird versucht, einfach so schnell wie möglich Produkte durchzuzügeln. Ja, wir kennen die Phänomene mit so Novelty-Seeking, Variety-Seeking. So, es funktioniert. Konsumentinnen sind nun mal vulnerable Gruppen, würde man sagen. Und das würde ich gerne also auf jeden Fall stärker reguliert sehen. Einfach wieder Stichwort Entropievermeidung. Nicht besser, sondern es einfach gar nicht. Und genau. Das andere ist einfach, ich sehe, die Debatte wird sehr immer auf Produktebene geführt. Also es geht immer darum, wie machen wir Produkte nachhaltiger. Es wäre wichtiger, stärker Lebensstile und Märkte zu regulieren. Es gab jetzt diese Sustainable Products Initiative der EU. Ich hätte gerne
eine andere Überschrift gehabt, Sustainable Markets Initiative, weil es geht darum, Lifestyle, den Lifestyle von Leuten zu ändern und mit dem Bewusstsein für ihre Verantwortung für Produkte zu stärken. Und dafür habe ich mir auch ein kleines Protestschild gebaut, um alle daran zu erinnern, dass es eigentlich schon bei uns im Grundgesetz steht. Eigentum verpflichtet, ja, sein Gebrauch soll zugleich dem der Allgemeinheit dienen. Und wenn man den ernst nimmt, leitet sich ja eigentlich schon vom Grundsatz herab aus, dass wir uns um die Produkte wirklich kümmern müssen. Und es sind, ja, mehr kann man dazu nicht sagen halt. Lebensdauerverlängerung, Reparatur. Also, Vivian, was sind deine zentralen Punkte? Viele habe ich schon genannt. Vielleicht nochmal, um wegzukommen. Genau, also einerseits fällt mir auf, was hilft, ist Menschen nicht als KonsumentInnen anzusprechen, sondern als BürgerInnen. Also es kommt auch immer auf das Framing an, in dem man sich gerade befindet. Hm? Wenn ich Menschen als KonsumentInnen anspreche, natürlich werden die dann erstmal konsumieren. Das ist ja das, was wir von ihnen erwarten als Politik und als Gesellschaft. Also auch die Frage, wie sehen wir Menschen? Und dann die Frage, wie können wir einen breiten Wertewandel anstoßen? Also es ist nicht Gesetz, dass Menschen immer das Neueste besitzen wollen. Das wurde Ihnen, also Marketingausgaben sind auch etwas, was sich jährlich krass erhöht, ist eine der größten Industrien. Da müsste man halt auch mal ran. Also wie können wir Werbung eingrenzen, gerade auch Online-Werbung, Personalisierung, Tracking und so weiter. Da geht es dann auch Richtung Datenschutz. Ja, vielleicht nehme ich erstmal das als zentrales Element. Wie können wir Bedürfnisse von Konsumbedarfen entkoppeln, wie können wir ein gutes Leben ermöglichen, ohne dass ich alle 2 Jahre das Handy wechsle. Mhm. Ja, das sind beides alles sehr gute Punkte. Ich würde dem nur noch hinzufügen, dass, Erik, du hast schon gesagt, auf europäischer Ebene passiert einiges, gerade im Bereich Ökodesign, und ich glaube, es sind ganz, ganz zentrale Initiativen, die dort verhandelt werden aktuell. Und ich hoffe sehr, dass wir dort ambitionierte Vorgaben haben werden und auch schnell Vorgaben haben werden, weil es braucht für nachhaltiges Produktdesign ein Mindestmaß. Und natürlich, es ist immer Luft nach oben und es sollte auch die Transparenz da sein, dass die Hersteller, die eben noch besser dort performen, auch noch mehr belohnt werden dafür, vom Kunden noch mehr nachgefragt werden. Aber wir brauchen einfach schnell dort auch einen guten, hohen Standard. Denn alles, was ab dem Punkt produziert wird, wird eben über die nächsten 15 Jahre, je nach Produktkategorie, auf dem Markt sein. Und wenn es eben nachhaltiger designt ist, dann wird es auch länger auf dem Markt bleiben können. Das heißt, wir müssen jetzt schnell diese Veränderung anstreben, damit wir dann eben eine Kreislaufwirtschaft wirklich auch darauf aufbauen können. Wir haben jetzt noch ungefähr, nicht mehr ganz 10 Minuten, aber ich würde jetzt gerne nochmal das Publikum mit einbeziehen. Und da habe ich gleich eine erste Wortmeldung. Ich arbeite bei der Alternative für einen Berliner Service Provider, ja, für Forschungen. Und ich konnte das halt ermöglichen, dass wir halt von Darmobile, dass wir von so einem Leasing-Anbieter wegkommen und dass wir halt Black Market gehen. Ich habe halt vor ein paar Jahren mir jetzt Echo gekauft bei Black Market. Und wir haben jetzt inzwischen ungefähr 50 Geräte von Black Market. Und bei Privatpersonen dachte ich halt, ja, okay, das klappt ja alles ziemlich gut. Also wir sind ja auch Businesskunden bei Cyberport zum Beispiel oder bei anderen Anbietern, die Lieferzeiten von Dark Market sind 2 Tage. Also ich kann relativ einfach sich ein Smartphone bei Dark Market jetzt kaufen. Und jetzt auch in so einem Zustand, dass ich dann irgendwann dachte, so, wie kommt das denn eigentlich, dass diese ganzen Refurbished-Geräte eigentlich alle in so einem guten Zustand sind? Ne? Und ich habe irgendwie darüber nachgedacht und mir die Frage gestellt, liegt das eigentlich daran, dass halt eben genau das Menschen Gerät haben, das vielleicht ein Jahr benutzen, dann dieses Gerät halt einfach durch ein neues ersetzen. Und dieses Gerät wandert dann halt auch im Refurbished-Markt. Und wenn man sich den Refurbished-Markt halt anschaut, dann merkt man halt auch so, okay, der ist ja auch eigentlich erst in den letzten 4-5 Jahren gewachsen. Also Unternehmen haben ja auch ziemlich schnell gecheckt, so, okay, ich kann jetzt ein Gerät nehmen, ich kann es jetzt leasen an jemanden, dann kriege ich irgendwie über einen Leasingvertrag, keine Ahnung, kriege ich jetzt das Gerät, habe ich dann in 2 Jahren raus, dann kommt es zurück, ich kann der Person ein neues geben und kann dieses halt nochmal auf Musik und der Markt halt nochmal verkaufen und habe dann halt eigentlich, was sie doch machen können. Und also die Frage an dich, was heißt das denn eigentlich für Backmarket ist mit dem Businessmodell, wenn jetzt Leute eigentlich anfangen, ihre Geräte nachhaltig zu verwenden, dann funktioniert doch eigentlich das Backmarket-Businessmodell.
Ja, kurzer Disclaimer vielleicht zuvor. Ryan und ich, wir haben uns vorher nicht gekannt. Ich habe Ryan nicht bestellt, aber ich danke auf jeden Fall für das positive Feedback. Es freut mich sehr. Und deine Frage ist eine absolut richtige. Wenn Menschen ihre Geräte reparieren, wenn sie ein neues Gerät kaufen, es lange nutzen, dann haben sie auch keinen Bedarf für refurbished. Aber das ist für uns völlig okay, weil der Markt an neu ist riesig. Und für uns ist immer das Mantra, take market share out of new. Und der Refurbished-Markt wächst mit über 10% pro Jahr. Da ist genug drin, dass wir weiter unsere Rechnung bezahlen können. Das ist nicht das Problem. Und du hast auch gesagt, du wunderst dich, manche Geräte, die sind in einem super Zustand, wie neu. Ja, weil es gibt auch Geräte, die sind eben erst 1-2 Jahre alt. Die waren ein Firmentelefon, was auch immer. Die waren Schutzfolie, eine Schutzhülle. Wunderbarer Zustand, kann sehr leicht wieder verkauft werden. Passiert im Refurbishment, alle sind glücklich. Aber wofür ich als Lobbyist auch immer streite, ist, dass wir eben auch die älteren, die hässlicheren Telefone, dass wir auch die am Leben halten können. Dass wenn ein Telefon tatsächlich mal defekt ist oder schon 4 Jahre genutzt wurde und wieder aufgefrischt werden muss, dass das möglich ist, dass das wirtschaftlich möglich ist. Und da ist einfach, je schwieriger es ist, ein Gerät zu reparieren, desto länger dauert es, desto teurer wird es. Und wenn es sehr teuer ist, im Secondhand-Bereich sind die Margen nicht besonders hoch. Im Secondhand kommen die Kunden die Erwartung, dass es besonders günstig ist, weil sonst würden sie ja neu kaufen. Da muss man die Kosten drücken. Und das kann man nur, wenn dieser Reparaturprozess einfacher wird. Und das heißt, je einfacher wird, desto länger, desto breiter ist die Produktpalette, desto weiter geht sie auch in die Vergangenheit zurück, wenn wir jetzt von 10, 15 Jahren in der Zukunft denken, dass einfach mehr Geräte auch wieder angeboten werden können für ein drittes, für ein viertes Leben. Darf ich kurz, das erinnert mich ja uns sehr an Debatten in anderen Konsumfeldern, wie zum Beispiel Kleidung, wo Secondhand ja auch sehr beliebt ist. Und da haben wir immer wieder das Problem, dass es auch Leute gibt, die sich davon ermuntern lassen, durch den Secondhand-Markt wie Kleiderkreisel und Co. noch mehr Zeug zu kaufen, weil sie können es ja weitergeben und ihr Gewissen ist reingewaschen. So. Habt ihr die Erfahrung auch und gibt es da was man machen kann? Also ich glaube, ja, grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit, dass durch eine leichte Verfügbarkeit von solchen gebrauchten Geräten und das Gefühl, es hat ja keine Umweltauswirkung, dass man dann überkonsumiert. Ich glaube, der Fall ist ein bisschen anders noch bei solcher Technik jetzt mit Fashion, weil so ein Handy, das muss man einrichten. Das ist ein Aufwand, so ein Gerät für sich mit Apps, mit Daten, mit Verknüpfung und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist die Schwelle bei einem Kleidungsstück, was man sofort anziehen kann und dann wieder aussortieren kann, ein bisschen geringer. Aber natürlich ist das auch etwas, wo wir zum Beispiel jetzt auch Daten sammeln wollen. Wie lange nutzen eigentlich die Menschen die Geräte? Wann kaufen sie wieder? Also wir können es ja auch nicht immer wissen, müssen auch befragen und so weiter und so fort. Deshalb diese Szenarien, die ADEM untersucht hat, hat eben ja auch geschaut, was ist denn, wenn jemand das refurbished Smartphone nur ein Jahr nutzt? Ist das trotzdem noch besser, als wenn man neu kauft? Und ja, ist es. Das hat immer Umweltvorteile. Aber natürlich wäre es schön, und es wäre auch schön, wenn jemand neu kauft und dann einfach 8 Jahre das Gerät nutzt. Wunderbar. Das ist noch eine Frage. Ja, vielleicht eine Anmerkung. Also ich finde das ganz toll, was ihr so debattiert habt. Ich glaube, dass wir ganz viel noch mehr über Bildung und Kommunikation sprechen müssen, weil ich habe immer das Gefühl, ihr habt Transparenz so verwendet. Klar, das ist dann eher so die Eigenverantwortung der Leute, aber wir sind einfach gesellschaftlich, wurde ja auch gesagt, vom Marketing und vom politischen Paradigma, ja, mindestens mal seit dem Zweiten Weltkrieg auf wachstumsbasierte Wirtschaft erzogen worden und das wurde immer propagiert und kommuniziert, also ja, über mehrere Generationen hinweg. Und ich sehe schon auch sehr viele Menschen, die das halt überhaupt nicht kritisch hinterfragen. Und im Moment ist es, glaube ich, ein sehr elitärer, ziemlich akademisierter Diskurs, der da geführt wird. Und ich glaube, da müssen wir uns viel mehr drüber kümmern, wie wir kommunizieren und das irgendwie in Bildungsprozesse und zwar nicht nur auf Institutionen, also Schulen und Unis oder sowas runterbrechen, sondern wir müssen ja auch die erwachsenen Menschen bilden, die eben nicht mehr in den Institutionen vielleicht drin sind. Und also da fände ich es total sinnstiftend, wenn wir irgendwie überlegen, wie können wir solche Menschen mehr erreichen und haben wir überhaupt die Chance, das über Politik zu tun? Haben wir eine Chance, im Gegensatz zu dem stark wachsenden Marketingbereich überhaupt da einen Gegenpol zu liefern? Ich meine, jeder kennt die Wurfsendung von irgendwelchen Discountern, überall rote Preise und Sale und kaufe jetzt. Jede Innenstadt ist so aufgebaut. Das ist einfach ein ganz schönes Brett, wo man dagegen argumentiert. Ne? Und da sehe ich es halt nicht so, dass wir große Teile der Gesellschaft halt einfach an die, an das Etablierte so verlieren. Absolut.
zustimmen, dass das immer noch ein recht elitärer Diskurs ist. Und über Ich habe sie schon gesehen, ich bin gleich als nächstes dran, sorry, nur einen kurzen Kommentar dazu. Und ich glaube, wir müssen zum Beispiel in die Schulen rein, um dort anzufangen, eigentlich, was steckt in der Technik und was gibt es für Möglichkeiten, das nachhaltiger zu machen. Aber wir müssen auch an den Preis ran. Der Preis ist das, was alle irgendwo erreicht. Und wir müssen nachhaltigen Konsum einfacher machen, günstiger machen. Dann muss man nicht sehr viel darüber wissen und man macht es vielleicht trotzdem. Entschuldigung. Also wir haben ja mit versteckten ökologischen Kosten angefangen. Ich finde, man sollte auch sehr stark die versteckten ökologischen Kosten betrachten. Ja? Die VWL hat das Postulat, und sagt, Bodenwasserluft ist frei und gehört allen. Und deswegen kostet es nichts, wenn ich Dinge transportieren muss. Was kostet ein T-Shirt aus Baumwolle? An Wasser. Also das könnte ich mir gar nicht leisten, ein einfaches T-Shirt zu kaufen, wenn es das kosten würde, was es an Materialien und diesen Rohstoffen, von denen ich behaupte, sie kosten nichts, wirklich kosten würde. Also auch Bildung, Entschuldigung, genau diese Bildung hat auch dazu geführt, dass wir genau diese Dinge machen. Wir sagen, Grundwasserluft ist frei, ich habe eine Gewinnmaximierung in der Betriebswirtschaftslehre, ich habe Produktdesign, wo ich es mir erlauben darf, Produkte zu produzieren, die nicht benötigt möglich sind, weil mich die Entsorgung nichts kostet als Produzent. Also Transparenz ist gut, Bildung ist gut, Information ist gut. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf Information. Ich möchte gerne von einem Produzenten ein Produkt kaufen können, wo dafür nicht irgendeiner in der Bauxitprobe sich vergiftet hat, wo die Schlote die Leute nicht mehr atmen lassen. Das möchte ich bitte alles bezahlen. Mit meinem SUV kann ich das bestimmt bezahlen, da kostet er mich halt 1 Million. Und ich habe noch die 500 Toten mit dabei. Meinst du, ich habe auch ein Smartphone. Aber das ist doch nicht, Entschuldigung, wir bezahlen unsere Produkte mit dem Leben anderer Leute. Und das müsste uns sehr bewusst sein. Und wenn ich jetzt Ozeanplastikjacke frage, Ozeanplastik ist total toll. Ich finde, das ist ein Wort, für dessen Schöpfer der gehört ins Entschuldigung. Der dürfte das mal gerne essen, einen Fisch, der mit Ozeanplastik gefüllt ist. Bitte. Danke, ich würde gleich die nächste Frage dran nehmen, dass Sie noch Zeit nutzen. Ich habe tatsächlich eine Frage, und zwar, wie sieht denn das tatsächlich aus, dieses Verhältnis zwischen Lobbyismus, die halt die Politik beeinflusst, oder die gesetzgebende Kraft, die regulatorische Kraft, und der Einfluss jetzt tatsächlich von Bits und Bäumen oder beziehungsweise den angeschlossenen Organisationen da dran, weil es ist zwar immer schön, nach Politik zu rufen, aber die Realität ist doch tatsächlich die, dass halt die Großkonzerne die Politik bestimmen, maßgeblich. Und wir als Bürger letztendlich tatsächlich entweder sind aufgeklärt durch irgendwelche Bildungsprogramme oder wir konsumieren einfach weiter so wie wir sind, weil wir eben keine Alternativen haben, das einerseits. Und andererseits, weil die produzierenden Unternehmen ganz einfach auch keine Alternativen zulassen oder auch gar keine Notwendigkeit sehen. So, dazu kann ich vielleicht am besten was sagen, weil ich selber Lobbyist bin. Und ich würde sagen, die Industrie hat natürlich sehr viel Einfluss. Es wäre aber auch zu einfach zu sagen, dass die Industrie alles bestimmt. Also so ist es nicht. Es gibt da auch viele Gegenpole und es gibt auch viele Parteien, politische Kräfte, die offen sind, gerade sich mit diesen Gegenpolen oder Gegenmeinungen zu beschäftigen. Was kann man als einzelner Bürger tun, als einzelne Bürgerin? Ich kann euch nur ans Herz legen, schaut euch die Right Repair-Kampagne an auf europäischer Ebene, schaut euch den runden Tisch Reparatur an auf deutscher Ebene. Da sind viele Akteure, wir auch, aber auch Umweltverbände, Verbraucherverbände aus dem Reuse-Bereich, viele Organisationen aktiv, um eben gemeinsam für ein Recht auf Reparatur als Oberbegriff zu streiten. Und dort kann man sich informieren, dort kann man sich aber auch engagieren. Und das ist eine politische Kraft, die auch Ergebnisse erzielt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ich habe da sehr viel Hoffnung, dass wir durch diese Kanäle zusammen auch mit anderen Akteuren tatsächlich was erreichen können
Und letztendlich ist es nicht nur gegen Industrie, sondern auch mit Industrie. Aber wir haben darüber gesprochen, es gibt systemische Zwänge, es ist schwierig, es braucht viel Mut, es ist ein Risiko, das Geschäftsmodell zu ändern. Es ist notwendig, aber man muss auch gemeinsam da gute Wege finden. Vielleicht als, sorry. Es ist 5 nach. Ja, da müssen wir... Ich wollte nur noch mal sagen, ich verstehe Sie total und Ihren Frust. Aber genau. Okay, alles klar. Dann ein allerletzter kurzer Wortbeitrag, dann ist vorbei. Ich habe nur eine kleine Frage. Wir haben die Daten erfasst, das war eine tolle Arbeit. Aber werden die auch wieder zurückgespielt zu den Datenbanken EcoInfin, sodass man vielleicht beim nächsten Produktdesign auf die Daten zurückgreifen kann? Ja, da bin ich überfragt tatsächlich. Da müsste ich nachfragen, aber das kann ich gerne machen. Lass uns einfach kurz vernetzen, dann können wir nochmal drüber sprechen. Super, dann vielen, vielen Dank. Danke.